Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Eugen Schitt und ich bin Entwickler bei DeltaLogic. Ich bin verantwortlich für die Weiterentwicklung von Arc und EasyLog, das ich Ihnen jetzt vorstellen möchte. Arc und EasyLog ist ein Datenlogger, der Prozessdaten einer S7 oder einer SigmaDeck-Steuerung aufzeichnen und dieses in einem CSV-Format protokollieren oder in ein bestehendes ABAP-Leitsystem übermitteln kann. Und wie das genau funktioniert, werde ich Ihnen jetzt vorstellen. Um Ihnen das Ganze an einem Beispiel aus der Realität zu demonstrieren, habe ich hier eine Wärmebehandlungsanlage vorbereitet, dessen Prozessdaten wir gleich in ein CSV-Format protokollieren werden. Wenn wir jetzt zu Arc und EasyLog wechseln, sehen wir als erstes die übersichtliche Darstellung der einzelnen Konfigurationen. Und genau diese Übersichtlichkeit und die Bedienerfreundlichkeit war es, auf die wir besonders Wert gelegt haben bei der Entwicklung von Arc und EasyLog. Das Produkt bietet die Möglichkeit, bis zu 32 Konfigurationen parallel zu verwalten und in jeder jeweils 256 Variablen zur Protokollierung zu verwenden. Wie eine Konfiguration im Detail aussieht, zeige ich Ihnen jetzt anhand der Beispielkonfiguration für unsere Simulation. Das Konfigurationsmenü besteht aus mehreren Reitern. Neben dem Leseintervall und einer Bezeichnung für die Konfiguration haben Sie hier auch die Möglichkeit, zur SPS ein Lebenszeichen zu definieren, welches der SPS mitteilt, dass Arc und EasyLog noch aktiv ist und die Protokollierung ausführt. Außerdem haben Sie zur Entlastung Ihres Netzwerkes auch die Möglichkeit, eine Lesefreigabe zu definieren. Diese erkläre ich Ihnen gleich. Im Reiter Variablen haben Sie jetzt die Möglichkeit, bis zu 256 Variablen zu definieren. Diese können Sie dann in der gesamten Konfiguration verwenden, um Ihre Protokollierung zusammenzustellen. Da es nicht immer Sinn ergibt, die gesamte Liste ständig auszulesen, kommt jetzt die Lesebedingung ins Spiel. Erst wenn diese eine Freigabe gibt, wird die gesamte Variablenliste ausgelesen und zur Protokollierung durchgereicht. Neben den Standardvariablen, die einen echten Wert auf einer SPS abbilden, haben Sie auch die Möglichkeit, sogenannte virtuelle Variablen zu definieren. Diese können zum Beispiel einen konstanten Wert abbilden, als Text oder als Zahl. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, mehrere Variablen zu gruppieren und daraus zum Beispiel ein Minimum, ein Maximum, die älteste oder die neueste Variable zu ermitteln und genau diese zu protokollieren. Um die Übersicht über Ihre Variablen zu behalten, haben Sie hier auf der linken Seite die Möglichkeit, die Anzahl der Verwendungen und die Position dieser Verwendung einzusehen. Sobald Sie alle benötigten Variablen definiert haben, legen Sie die Protokollziele fest. In unserem Fall haben wir einmal eine CSV-Datei für das Ölbad und eine CSV-Datei für die Glühkammer definiert. Hier wählen Sie nun aus der Liste aller verfügbaren Variablen die aus, die Sie protokolliert haben möchten. Zum Schluss wählen Sie noch im Reiter Auslöser die Ereignisse aus, die zur Aufzeichnung führen sollen und ob diese auf der SPS quittiert werden sollen. Sie sehen, Arc und EasyLog bietet Ihnen eine Menge Möglichkeiten, Ihre Konfiguration zu individualisieren. Sehen wir uns doch die gerade besprochene Konfiguration in Aktion an. Um unsere Simulation nun zu protokollieren, wählen wir die Konfiguration aus, die wir ausführen möchten und starten diese über den blauen Pfeil. Über dieses Symbol sehen wir nun, dass die Protokollierung aktiv ist und die Verbindung zur SPS aufgebaut werden konnte. Über einen Doppelklick öffnen wir nun die Protokollreiter und sehen nun die Variablenliste mit den aktuellen Werten aus der SPS. Über einen Klick auf die CSV, die wir vorhin definiert haben, sehen wir nun nur die Variablen der CSV und deren Historiendaten, die wir momentan aufzeichnen. Sobald wir den Prozess starten, werden alle Auslöser aktiv, die wir definiert haben, und zeichnen unseren Prozess nach unseren Wünschen gemäß auf. Arc und EasyLog bietet außerdem die Möglichkeit, dieses als Dienst zu installieren und somit unabhängig von einem angemeldeten Benutzer auszuführen. Arc und EasyLog kann unauffällig im Hintergrund laufen, ist einfach zu bedienen und bietet zahlreiche individuelle Einstellungen, um Ihre Daten optimal zu protokollieren.